Wohnwaggon Gandalf, Roomtour durch Michaels Tiny House. Herzlich willkommen bei Vegan und Autark Leben im Tiny House. Ich bin Michael und auf meinem YouTube-Kanal kannst du ja mein spannendes Tiny House-Projekt verfolgen. Ich gebe dir jeden Monat ein großes Update über den Fortschritt und über den Prozess meines Projektes. Und letzten Monat, im August, habe ich dir gezeigt, wie mein Tiny House auf mein Baugrundstück gekommen ist. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, das kannst du dir hier nochmal anschauen. Das war wirklich spektakulär, wie ja, mein Wohnwaggon Gandalf da am Seil hing und dann auf das Grundstück geflogen kam. Und in diesem Video soll es darum gehen, auf jeden Fall, wie die ersten 4 Wochen hier im Tiny House waren. Und natürlich, ich habe es im letzten Video schon versprochen und angekündigt, die erste Roomtour sollst du bekommen. Und bevor wir das machen, möchte ich dich aber nochmal auf eine kurze Zeitreise mitnehmen, denn es ist wirklich viel passiert und lass uns doch nochmal ganz kurz zurückerinnern, was eigentlich bisher geschehen ist. 2017 hörte ich zum ersten Mal von den komplett autarken Tiny Houses on Wheels, welche die Firma Wohnwaggon im österreichischen Gutenstein baut. Und ich war von dem Konzept sofort begeistert. Allerdings war ich zu dem Zeitpunkt komplett pleite. Zum Glück drehte das Rad des Schicksals sich wenig später wieder zu meinen Gunsten und eine Finanzierung wurde möglich. Also habe ich mir gesagt, Butter bei die Fische. Ich habe mich Ende 2018 weitestgehend, so ganz schaffe ich das wohl nie, von inneren und äußeren Dämonen meines alten Lebens befreit. Nach einem kurzen Aufenthalt im Kloster habe ich mich Anfang 2019 konkret dafür entschieden, in ein Tiny House zu ziehen. Um das Wohngefühl gleich auf Herz und Nieren zu prüfen, habe ich in den verschiedenen Wohnwaggons Fanny, Karl, Hans-Hagebutte und Anna Apfelminze zur Probe gewohnt. Zusammen mit meiner Ansprechpartnerin Theresa entwickelte ich in ausführlichen Videocalls ein individuelles Konzept für meinen Wohnwaggon. Und ich bastelte mir selber in 3D ein Modell meines kleinen Traumhauses. Zu dieser Zeit startete ich auch meinen YouTube-Kanal Vegan und Autark – Leben im Tiny House. Außerdem habe ich mich von Anfang an nach einem Stellplatz umgeschaut und bin im sogenannten Tiny House Village in Mehlmeisel fündig geworden. Noch ohne eigenes Tiny House unterschrieb ich blind einen Pachtvertrag, verließ meine Heimatstadt Hannover und wohnte dort über ein Jahr im Gemeinschaftshaus. Die Wartezeit auf Gandalf vertrieb ich mir dort unter anderem damit, eine Kräuterspirale für den noch leeren Permakulturgarten zu bauen, einen Crashkurs bei Lena zum Konditormeister zu absolvieren und mit Rolf sehr viel im tristen Frostwald spazieren zu gehen. Doch es sollte dort kein gutes Ende nehmen. Nachzulesen ist diese Passage meiner Reise in dem hervorragenden Buch von meinem Ex-Nachbarn Rolf, Warum Tiny Houses keinen Keller haben, Teil 2. Just in dem Moment der Kündigung wurde mein Wohnwaggon Gandalf fertig. Er wurde innerhalb weniger Wochen in Gutenstein gebaut. Aber die Wartezeit bis zum Baubeginn war einfach ewig lang. Nun stand ich ohne Stellplatz, dafür aber mit einem wunderschönen Tiny House da und machte mich umgehend auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück. Das Fiasko im Tiny House Village hatte mir zu denken gegeben und die bittere Erkenntnis gebracht, sozialen Frieden kann es langfristig wohl nur unter Menschen geben, die sich auf Augenhöhe begegnen können. Also, warum dann nicht in Anführungszeichen normale Nachbarn in einem normalen Wohngebiet? Es war trotzdem ein Kraftakt, ein geeignetes Baugrundstück zu finden. So ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Aber im Frühjahr 2021 wurde ich fündig und kaufte meine grüne Wiese. Irgendwo im ländlichen Niedersachsen, fernab der Landeshauptstadt.
Die letzten Monate in diesem Jahr, 2021, habe ich damit verbracht, das Grundstück vorzubereiten. Es mussten einerseits auf dem Hanggrundstück eine ebene und stabile Fläche geschaffen werden, andererseits mussten Schächte ausgehoben und Rohre verlegt werden, damit mein Minihaus ordnungsgemäß an die Fähr- und Entsorgungsnetze angeschlossen werden kann. Das hat viel Geld und noch mehr Nerven gekostet, aber schließlich war es soweit. Mein Tiny House wurde im August geliefert und erfolgreich aufgestellt. Das bringt uns schließlich ins Hier und Jetzt. Ich öffne zum ersten Mal Gandalfs Tür und gebe dir eine ausführliche Roomtour. Natürlich ist er jetzt noch komplett nackt und nicht wohnlich eingerichtet. Aber nun erstmal hereinspaziert. Los geht's! Wir starten die Roomtour mit einem traumhaften Sonnenaufgang. Das war wirklich am Morgen meines Geburtstags, dem 5. September 2021. Ein unfassbar schönes Geburtstagsgeschenk. Gandalf ist ein Tiny House on Wheels. Er ist 10 Meter lang, 4 Meter hoch und ca. 2,70 Meter breit und kommt mit dem zugestellten Erker auf eine Wohnfläche von ca. 27 Quadratmeter. Er gilt zudem in seiner Ausstattung als voll autark. Es ist also, zumindest theoretisch, möglich, das Tiny House komplett ohne externen Wasser- und Stromanschluss zu betreiben. Designtypisch sind die beiden abgerundeten Ecken und mehrere kleine Bullaugenfenster. Absolut auffällig ist in dieser Hinsicht die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es handelt sich um eine vom Stromnetz unabhängige Inselanlage. Sie ist nach Süden ausgerichtet und besteht aus 10 einzelnen Modulen. Jedes Modul kann bis zu 300 Watt erzeugen. Die von mir gemessene Spitzenleistung lag bei 2800 Watt Produktionsleistung zur Mittagszeit. Die überschüssige Sonnenenergie wird in einen großen Batteriespeicher gespeichert und kann bis zu 6 Kilowattstunden speichern. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn mir höhere Strompreise in der Zukunft oder vielleicht sogar größere Stromausfälle vollkommen egal sein können. Abgesehen davon ist es ebenso gut zu wissen, dass mein Strom garantiert zu 100% aus Sonnenenergie besteht. Es wird ein spannendes Experiment werden, ob ich das so über das ganze Jahr hinweg möglich ist, Strom zu produzieren. Jetzt im September hat der Strom auf jeden Fall gereicht, wie du an dieser Grafik erkennen kannst. Dort siehst du den Stromverbrauch für jeden Tag dargestellt mit einem roten Balken und den produzierten Strom mit einem gelben Balken. Der gelbe Balken ist jeden Tag größer als die roten Balken und das bedeutet, dass der von mir produzierte Strom meinen Bedarf gedeckt hat. Auch die Batterie war nie unter 70-75% ihrer Ladekapazität. Das siehst du an dem blauen Verlauf oberhalb. Den größten Stromverbrauch hatte ich an meinem Geburtstag, den 5. September. Die Datenlücke ist leider entstanden, weil ich das LAN-Kabel aus meinem Internetrouter herausgezogen hatte. Ich werde dir auf jeden Fall jeden Monat berichten, ob ich mit meiner Photovoltaikanlage genug Strom produzieren konnte. Besonders spannend wird das jetzt im Herbst und Winter werden. Das Flachdach, auf dem die PV-Anlage steht, wird in der nächsten Zeit noch mit Pflanzen begrünt werden. Dachbegrünungen haben sehr viele Vorteile, auf die ich dann zu sprechen komme, sobald mein Dach auch tatsächlich begrünt ist. Die Fenster, Türen und die Außenfassade besteht aus unbehandeltem Lärchenholz. Durch den hohen Harzanteil der Lärche ist dieses Holz sehr witterungsbeständig. Ich habe mich dafür entschieden, das Holz nicht zu behandeln. Das bedeutet, dass es durch die Umwelteinflüsse nach und nach vergrauen wird. Gandalf der Graue also. Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, die Fassade zukünftig zu begrünen und tendiere aktuell zu wildem Wein. Ranggitter dafür existieren bereits, links und rechts vom Eingangsbereich. Dort habe ich auch eine praktische Treppe sowie eine Überdachung, ebenfalls aus Lärchenholz. Der Wohnbereich im Haus wird durch einen zugestellten Erker vergrößert. So werden ca. 6 Quadratmeter zusätzlicher Platz geschaffen. Das ist wahnsinnig viel, wenn man nur so wenig Raum zur Verfügung hat. Der Erker besitzt die für meinen Hersteller charakteristischen drei runden Fenster. Unter dem Erker befindet sich Platz für Brennholz. Ich bin gerade dabei, Holz für den Winter und den Herbst zu bestellen. Die Lieferung kommt hier voraussichtlich am 18. Oktober an. Ich habe erstmal 4 sogenannte Schüttraummeter bestellt und mich für kammergetrocknetes Buchenholz entschieden.
Das ist vermutlich in der Summe zu wenig, um damit durch den Herbst und Winter zu kommen. Aber ich kann ja immer noch Holz nachbestellen. Momentan liegen noch ein paar Werkzeuge unter dem Erker. Nächstes Jahr werde ich mich für diese um einen anderen Lagerplatz kümmern müssen. Ein weiteres wichtiges Element für die Autarkie ist die Pflanzenkläranlage hinter meinem Tiny House. Darin wird das anfallende sogenannte Grauwasser gefiltert. Grauwasser entsteht bei mir durch Duschen, Wäsche waschen und Geschirrspülen. Dieses nur leicht verschmutzte Wasser wird aus dem Tiny House in die kleine Kläranlage hinter meinem Haus geleitet. Das Füllmaterial aus Holzschnitzeln und Kohle sowie die Sumpfpflanzen selbst reinigen dann das Wasser. Leider muss ich das Wasser anschließend aus rechtlichen Gründen in die Kanalisation leiten, was ich auch mache, aber ich würde das Wasser lieber komplett aufbereiten und selber wiederverwenden dürfen. Vielleicht ist es in Zukunft irgendwann gesetzlich auch möglich, das genauso zu machen, denn es ist irgendwie zu schade um das Wasser. Dann schauen wir uns Gandalf jetzt mal von innen an. Zuerst den Schlafbereich. Dieser befindet sich in einer der beiden Rundungen und ist nach Westen ausgerichtet. Die Rundung ist innen mit Lehmputz verkleidet. Wand und Decke sind mit regionalem Fichtenholz aus Österreich vertäfelt. Lehm und Fichtenholz sind weiß gestrichen. Isoliert ist die Wand mit einer Dämmung aus Thermohanf. Normalerweise benutzt mein Hersteller Schafswolle, aber ich habe mich hier bewusst für ein veganes Material entschieden. Der Wandaufbau ist diffusionsoffen, das heißt umgangssprachlich erst atmungsaktiv. Die drei Fenster aus Lärchenholz lassen sich alle nach innen öffnen und kippen. Aufgrund meiner dicken Wände habe ich sogar noch kleine Fensterbänke. Nachts ist es hier so ruhig, dass ich gar nicht merke, dass ein Fenster offen ist. Die Fenster selbst sind alle mit Fliegengittern ausgestattet, um unerwünschte Besucher fernzuhalten. Im Mittelpunkt des Schlafbereichs steht natürlich das, wie ich finde, wunderschöne ebenerdige Bettpodest. Darauf befindet sich ein 160 x 200 cm Schlafbereich mit zwei Matratzen. Hier könnten problemlos auch zwei Personen schlafen. Das Bettpodest ist mit hochwertigem Eichenholz verkleidet und besitzt unten drei geräumige Schubladen, die praktischen Stauraum bieten. Hinten in der Rundung ist auch noch viel Fläche, um dort Dinge abzulegen oder vielleicht auch noch Platz für ein paar dekorative Elemente. Nachts ist es hier schön dunkel. Trotzdem werde ich im Schlafbereich außen noch Fensterläden an den drei Fenstern anbringen. Ich habe mich bewusst gegen Lampen und Steckdosen im Schlafbereich entschieden, um dort den Elektrosmog so gering wie möglich zu halten. In naher Zukunft wird noch eine Abtrennung des Schlafbereichs mittels eines Vorhangs möglich sein. Und über dem Bett an der Wand könnte ich mir sehr gut ein größeres Bild vorstellen. Kommen wir vom Schlafzimmer nun in mein Wohnzimmer. Im Erker und damit im Zentrum meines Tiny Houses befindet sich mein multifunktionales Wohnzimmer. Ich habe mir in der Planungsphase sehr viele Gedanken gemacht und im Wohnzimmer erkennst du sehr gut das Design und den Stil, den ich für mein Haus kreiert habe. Naturbelassene Farben und Materialien, die schick und zeitlos wirken. Ich will ja auch optisch möglichst lange Freude an meinem Gandalf haben. Ein praktisches Element im Wohnzimmer ist die Eckbank, die gleichermaßen zum Sitzen am Tisch als auch zum Chillen sowie zum Schlafen genutzt werden kann. Sie bietet zusätzlichen Stauraum und lässt sich in eine Schlafcouch umfunktionieren. So wird mein Wohnzimmer bedarfsweise auch zum Gästezimmer. Auf der Eckbank befinden sich Sofaelemente aus 100% Baumwolle. Rückenelemente und zusätzliche Kissen werden noch dazukommen. Die drei Bullaugenfenster sind zur Nordseite ausgerichtet und sehen nicht nur ziemlich cool aus, wie ich finde, sondern spenden auch an bewölkten Tagen noch angenehmes Tageslicht. An der Seite befindet sich zusätzlich ein großes nach Westen ausgerichtetes Fenster, sodass auch am Abend noch natürliches Licht im Wohnzimmer vorhanden ist. Vor der Eckbank befindet sich ein Tisch aus Eichenholz. Dieser kann bei Bedarf auch noch auf die doppelte Größe gebracht werden. Bis zu vier Personen können ganz bequem in meinem Erker sitzen, aber sechs Personen sind auch noch ohne Probleme möglich. Der Platz am Tisch hat sich schon jetzt zu meinem Lieblingsort im Tiny House entwickelt. Hier kann ich essen, arbeiten, einen Film gucken
oder dieses Video bearbeiten. Und das alles, ohne von irgendwem gesehen zu werden. Besonders schön finde ich den Blick vom Erker durch die Eingangstür nach draußen in Richtung Süden. Wenn der linke Vorhang zubleibt, dann habe ich auch einen Sichtschutz zum Nachbarn und kann in die Natur schauen. Ganz besonders wichtig und schön sind auch der Kleiderschrank, die Kommode und die drei Regalbretter. Im Kleiderschrank habe ich wirklich sehr viel Platz. Meine Klamotten für den Winter und den Sommer befinden sich jetzt bereits im Schrank. Er ist nicht einmal halb voll geworden. Gut, ich habe aktuell auch zum Beispiel nur drei T-Shirts. Die drei mit Eichenholz verblendeten Schubladen der Kommode sind echt episch groß und bestehen aus hochwertigem Buchenholz. Die drei Regalbretter über der Kommode sind jeweils mit praktischen Steckdosen versehen worden. Der Boden in meinem Tiny House ist ein helles Parkett aus Wildeiche. Fühlt sich wirklich sehr gut an, darauf zu gehen und wirkt auch warm und freundlich, also optisch betrachtet. Manchmal denke ich, dass ich eine Fußbodenheizung habe, so angenehm ist das Gefühl unter den Füßen. Kommen wir zum nächsten Wohnbereich. Willkommen in der Küche. Die Küche befindet sich auf der anderen Seite gegenüber vom Schlafzimmer. Eine großzügige Küche war mir von Anfang an wichtig. Leben im Tiny House, schön und gut, aber in der Küche brauche ich einfach Platz für meine speziellen Küchengeräte, auf die ich einfach nicht verzichten will, wie zum Beispiel meinen Safter, Mixer oder meine Küchenmaschine. Auf der einen Seite der Küche befindet sich eine wirklich lange Arbeitsfläche mit einer schönen weißen Spüle, die sich optisch hervorragend von der Arbeitsplatte abhebt. Der Wasserhahn hat drei Wege und ermöglicht neben warmem und kaltem Wasser zusätzlich mit einem Hochleistungsfilter auch noch gereinigtes Wasser. Über der Spüle ist ein Fenster mit der perfekten Größe. Es lässt sich ideal herausschauen, aber nur sehr schlecht hinein. Über dem Fenster bzw. der Arbeitsplatte befindet sich ein tiefes und langes Regalbrett mit einer LED-Leiste für gutes Licht. Unter der Arbeitsplatte ist neben viel Stauraum für Küchenutensilien auch Platz für einen Kühlschrank und meine Waschmaschine. Ganz rechts befindet sich ein Technikschrank, der hauptsächlich den Sicherungskasten für die Hauselektrik enthält. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich definitiv ein großes Highlight in der Küche, mein wassergefüllter Holzofen. Links ist die Brennkammer und rechts eine Backröhre. Auf dem Ofen lässt sich auch kochen, sobald die Heizplatte oberhalb der Brennkammer ausreichend Hitze entwickelt hat. Neben der Möglichkeit zum Backen und Kochen erfüllt der Ofen den Sinn, dass er im Winter zum Heizen benutzt wird. Er erhitzt dann Wasser in einem Pufferspeicher und diese Wärme wird dann sukzessive an zwei Heizkörper im Tiny House abgegeben. Ziemlich cleveres System, wie ich finde. Hinter dem Ofen befinden sich weitere Küchenmöbel, die nochmals viel Stauraum in der Küche bieten, zum Beispiel für Essensvorräte. Eine weitere Besonderheit in meiner Küche ist das mobile Küchenkästchen. Dies ist ein mobiler Küchenschrank auf Rollen, der durch Aufklappen weitere Arbeitsfläche schafft und so auch als Kücheninsel genutzt werden kann. Inspiriert worden zu dieser Idee bin ich ehrlicherweise durch die gemeinsamen Backvideos mit Lena. Wenn ich mal Videos in meiner Küche drehe, dann kommt dieser mobile Schrank bestimmt zum Einsatz. Im Boden in der Küche befindet sich der Eingang zum in Anführungszeichen Keller. Darin befindet sich die gesamte Haustechnik. Abgesehen von der Technik bietet der Keller noch extrem viel Stauraum für größere Gegenstände, wie zum Beispiel für meine Koffer, Wäscheständer oder Staubsauger. Also jeweils nur einen davon, ne? Ein Koffer, ein Wäscheständer und ein Staubsauger. Den krönenden Abschluss in meiner Küche macht die Tür zum Badezimmer. Diese Schiebetür, ganz hervorragend, aus zwei Elementen trennt nicht nur mein Badezimmer ab, sondern ist zugleich eben auch ein Regal und Spiegel. Und das von beiden Seiten. Also ich bin ganz begeistert davon. Hinter der Schiebetür ist mein Badezimmer. Darin befindet sich eine für ein Tiny House große Duschkabine, die bei Benutzung mit Schiebetüren aus Glas abgetrennt wird. Ich habe mich bewusst gegen eine Regenwasserdusche mit Armatur entschieden, weil ich sowas einfach nie benutze. Deswegen habe ich in Anführungszeichen nur eine ganz normale Duscharmatur. Allerdings habe ich mich für ein aufwendiges Mosaik aus Flusssteinkieseln entschieden. Daran erfreue ich mich nämlich immer, wenn ich im Bad bin. Aus dem Bullaugenfenster heraus lassen sich die Nachbarn auch gut beobachten, während draußen von mir nur mein Kopf gesehen werden kann.
Ja, im Badezimmer ist des Weiteren ein Unter- und Oberschrank aus massivem Eichenholz. Auf dem Unterschrank steht ein Waschbecken. Im Unterschrank selbst ist Platz für typische Badutensilien. Der Oberschrank ist zugleich ein aufklappbarer Spiegelschrank. Gegenüber befindet sich meine Trockentrenntoilette. Du kennst vermutlich bereits das Prinzip, darin werden Urin und Fäkalien voneinander getrennt. Das hat den Vorteil, dass diese nicht sauberes Trinkwasser verunreinigen, sondern sogar als Dünger im eigenen Garten kompostiert und wiederverwendet werden können. Sinnvolle Sache. Allerdings nicht unbedingt ein Gesprächsthema für das erste Date. Jo. Ja, ich habe dir noch versprochen, auch noch kurz mal Revue passieren zu lassen, was hier in den ersten 4 Wochen so passiert ist. Und ganz unterschiedlich. Also, schon mal gespoilert, unterm Strich bin ich zufrieden mit allem, wie es gelaufen ist. Aber die ersten 4 Wochen waren doch jetzt noch recht anstrengend. Deswegen habe ich auch gesagt, aller Anfang ist schwer. Also, ich habe hier nach wie vor, leider auch im September, keinen Wasseranschluss fertig bekommen. Es wurden jetzt zwar Bauarbeiten hier vorm Haus gemacht, das wurde schon angefangen, ja, dass so ein Wasserschacht gesetzt wurde und so weiter und so fort. Und es fehlen jetzt eigentlich nur noch so 5 Meter Wasserrohr oder Wasserschlauch, so ein flexibles Wasserrohr, finde ich irgendwie wie so ein harter Wasserschlauch. Also gar nicht mehr viel, vielleicht eine halbe Stunde Arbeit. Ja, aber finde mal einen Installateur, der dann sofort Zeit hat, beziehungsweise die können auch nicht so auf Abruf mal eben vorbeikommen. Und ja, von daher habe ich mir heute mal zur Feier des Tages mal wieder die Haare gewaschen. Und ich mache das auch, Bilder erspare ich dir jetzt mal, mit so einem Waschbottich in meiner, ganz normal in meiner Duschkabine, auf allen Vieren dann. Und das geht auch, und mit dem Waschlappen und so. Und ich würde auch sagen, man wird genauso sauber, wie wenn man sich duscht. Vielleicht sogar durch diesen Waschlappen sogar noch besser. Aber es ist natürlich total unpraktisch und jedes Mal, wenn ich irgendwie was abwaschen muss, ich bin jetzt eh nicht so der Mega-Fan vom Abwaschen. Ja, warum habe ich eigentlich keinen Geschirrspüler? Ja, aus dem Grund, den stelle ich einfach nur voll, weil ich dann aus dem Auge, aus dem Sinn, dann vergammelt es im Kühlschrank, nicht im Kühlschrank, ja da sowieso, aber im Geschirrspüler. Und von daher bin ich eigentlich immer so, dass ich dann die Sachen gleich abwaschen will und das ist auch ein Riesenvorteil, dass es jetzt hier so ein Zimmer ist und nicht irgendwo so eine Küche, wo man alles reinschmeißen kann und dann die Tür zumachen kann und dann einfach vergessen das Ganze so aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja, die mich kennen, erinnern sich da schon dran, dass ich ab und zu schon mal es geschafft habe, Küchen doch recht verwahrlosen zu lassen. Und und ohne Wasseranschluss ist es natürlich extrem nervig, weil dass ich halt hier schon mal hinterm Haus habe ich jetzt schon so eine Regentonne und da habe ich dann einfach mit dem Regenwasser meine Sachen abgewaschen. Das war natürlich super nervig, weil man muss natürlich jeden Tag die Sachen abwaschen und es nervt halt einfach. Und ja, und da habe ich mich halt einfach eher so jetzt drauf eingelassen, dass ich sage, hey, sieh es einfach mal noch hier als Baustelle. Es ist auch noch eine Baustelle und einfach mal mehr mit so einem Camping-Mindset das Ganze einfach zu sehen. Und dann geht es eigentlich auch, dann macht es auch wieder Spaß, dass man sagt, hey, ist doch crazy. Und ist das, wenn das jetzt dein einziges Problem ist, dass du noch keinen Wasseranschluss hast, das ist aber Klagen auf hohem Niveau. Ich gucke hier gerade auf meinen Eintrag in meinem Blogartikel. Also ich mache ja zu jedem Video gibt es einen Blog-Eintrag. Link dazu findest du unter dem Video. Da kannst du dir auch alles nochmal in Ruhe anschauen, Bilder durchlesen, wie auch immer. Manchmal habe ich auch noch ein bisschen Bonusmaterial auf meinem Blog, also kannst mal reinschauen. Hier jetzt nur für mich als Gedächtnisstütze. Ja, und ansonsten muss ich mich eben einfach in die ganzen neuen Prozesse so ein bisschen eingewöhnen. Zum Beispiel produziert der Ofen beim Anheizen so viel Rauch und so viel Gestank, dass ich lieber darauf verzichtet habe, hier zu heizen, dafür aber zumindest noch atmen konnte. Aber es war dann schon so ein bisschen kühl jetzt im September, zumindest in den letzten Tagen. Oder, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ne? Oder beispielsweise der Umstand, dass ich anfangs noch keinen Kompost für meine Küchenabfälle und für die Hinterlassenschaften aus der Trockentrenntoilette hatte und den ersten Sack für Fäkalien habe ich dann in meiner Not heimlich bei Nacht und Nebel in meinem Garten mit der Schaufel verscharrt und
Katastrophal. Unangenehme Sache war es auf jeden Fall. Also im ersten Linie finde ich es unangenehm, weil ich hier momentan auch noch, dadurch, dass hier auf meinem Grundstück überhaupt kein Blickschutz oder sowas ist, einfach auch auf so einem Präsentierteller sitze. Also das finde ich nicht so geil, eigentlich, ehrlich gesagt. Da mein Garten, kann man noch nicht so nennen. Ja, aber es ist natürlich auch witzig. Das sind so die Geschichten, die das Leben schreibt. Und am Ende erinnert man sich dann eben genau daran, wie man heimlich irgendwie sowas im Garten vergraben hat. Ja. Und jetzt nach 4 Wochen komme ich langsam auch mental in meinem Tiny House an. Normalerweise brauche ich immer so 3 Monate, um mich an einem Ort neu einzuleben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es hier in dem Tiny House diesmal schneller gehen wird. Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich so den Gandalf einfach schon so lange kenne. Also, ich habe den ja erst in meinen Gedanken entwickelt und erst mal so durch Traumprozesse. Und dann hat sich das so Stück für Stück alles in der Realität manifestiert und materialisiert. Und dadurch kommt mir Gandalf und auch das hier drin sein total, ja, nicht natürlich, das ist das falsche Wort, aber es ist halt mein Zuhause. Das merke ich halt schon. Das ist halt von Anfang an so. Das ist meiner und hier ist alles so, fast alles, 99%, so wie ich es gerne hätte. Oder habe. Und ja, es ist halt erst in meinen Gedanken entstanden. Ich hatte ja auch ein Video dazu gemacht oder wie eine Videoreihe, wie ich am 3D-Modell den ganzen Gandalf auch designt hatte. Und ja, ist dann doch verblüffend, wie ähnlich er dann geworden ist. Ja, was gibt es noch zu sagen über den September? Ja, ich hatte meine erste kleine Feier hier, halt an meinem Geburtstag, das war schön, habe ich aber keine Videoaufnahmen oder so von, war schön an dem Tag einfach die Kamera auszulassen. Und was war noch im September? Interessantes. Ja, ich bin hier im Wald spazieren gegangen. Ich habe einen tollen Waldsee gefunden. Ich habe eine Quelle im Wald entdeckt, wo man einfach so das Wasser draus trinken kann. Das ist total genial. Und da habe ich richtig Lust bekommen, auch noch mehr Aktivitäten hier im Wald zu machen. Der ist halt wie auch nur wenige 100 Meter von mir entfernt. Was ist noch passiert? Ich hatte noch tatsächlich eine Filmanfrage von einem Fernsehteam, was mich hier besuchen wollte, aber da habe ich gesagt, nee, momentan nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt möchte, hier irgendwie Fernsehteams zu haben, weil, weißt du, so in meinen Videos, da bin ich nicht nur so der Darsteller, sondern auch gleichzeitig der Director. Und wenn dich einfach irgendjemand filmt, und das dann mit anderer Musik unterlegt oder einen anderen Schnitt nimmt oder andere Kommentare oder einfach nur, was weiß ich, nimm einfach nur aus dem Video jetzt, nimm einfach nur das Ding. Ja, die reden dann eine halbe Stunde mit dir und dann nehmen sie nur den Satz. Ja, ich habe auch übrigens die Kacke in meinem Garten, oh, jetzt habe ich es doch gesagt, egal, vergraben. Und das ist dann das Einzige, was sie von dir zeigen und dann so dein Tiny House und sagen sie, hier, guck mal, der Bekloppte vom Hang. Am Dorfrand, der sowas halt macht. Ja. Und das weiß ich halt nicht, ob ich das eigentlich fremden Menschen einfach so meine Tür öffnen möchte und denen so einen Vertrauensvorschuss gegenüberbringen will, nach dem Motto, ja, macht mal eine Videoreportage über mich. Also ich sehe eigentlich für mich gar keinen Nutzen da drin. Aber trotzdem ist es ja interessant irgendwie. Also ich weiß ja, wer ich bin. Von daher ist es eigentlich auch egal, was andere über mich sagen. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls du es noch nicht getan hast, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den ganzen Kram. Es wird auch wieder ein Video über den Oktober geben. Und das wird auch interessant, sage ich mal noch nicht, worum es geht, aber ich habe schon eine gute Idee. Also es wird spannend. Da geht es ein bisschen mehr darum, das große Ganze hier wieder. Ja, heute war der Fokus aufs Haus und nächstes Mal, denke ich mal, gehen wir mal wieder ein bisschen in die Vogelperspektive. Ja, also der September war gut. Ich genieße es, in meinem Tiny House zu sein, aber das Leben im Alltag ist noch ein bisschen kompliziert. Ja, ich wünsche dir alles Gute in den nächsten 4 Wochen und wir sehen uns dann irgendwann Anfang November mit dem Oktober-Update. Bis dahin, mach's gut, ciao.